Eingebettet zwischen den Lienzer Dolomiten und den Hohen Tauern liegt Lienz. Gleichermaßen Sportstadt wie Sportarena. Am Fluss der Isel zeigt sich hier der Pulsschlag einer alpinen Region. Jahr für Jahr messen sich hier die besten Kajaker und begeistern Tausende von Zuschauern. Als einzige Stadt an der Isel bildet Lienz das wirtschaftliche Rückgrat der Region. Und genau hier, in der sonnigsten Stadt Österreichs, endet die 57 Kilometer lange Reise dieses einzigartigen Flusses. Aber bevor die Isel in die Drau mündet, stehen ihr zum Abschied am Uferbereich prachtvolle Gebäude Spalier. Als Eckpfeiler der alten Stadtmauern stand der Iselturm am Fluss stets Wache. So auch Schloss Bruck. Gleich einem Fingerzeig vergangener Generationen thront es über Lienz. Der damals im Mittelalter gefallene Schnee fließt noch heute in Form von geschmolzenem Gletscherwasser über die Isel hinab. Der Fluss sah viele Völker kommen und gehen, waren es die Grafen am Schloss Bruck, die Slawen, die Römer oder die Kelten. Doch nichts hat die Landschaft so geprägt wie die letzte Eiszeit vor rund 10.000 Jahren. Wie Bulldozer formten die riesigen Gletscher die Täler, ehe sie sich weit zurückgezogen haben. Zeugen davon findet man heute inmitten der mächtigsten Berge Österreichs, im Nationalpark Hohe Tauern. Und dort, auf über 2500 Meter Seehöhe, entspringt die Isel aus der Gletscherzunge des eisigen Umbalkees. Von hier nimmt sie auf ihrer Reise durch sämtliche alpine Höhenstufen vom Nordwesten bis zum Süden Osttirols 48 Zuflüsse auf. Dadurch wächst sie zu einem mächtigen Gletscherfluss heran, in seiner freifließenden Form einer der letzten in den Alpen. Will man die Isel in ihrer Gesamtheit verstehen, muss man sie auch in ihrer Gesamtheit betrachten. So wie der US-amerikanische Höhenbergsteiger Steve House und seine österreichische Frau Eva. Schon in ihrer Jugend lernten beide, unabhängig voneinander, die Osttiroler Berge kennen. Das erste Mal in Osttirol war ich 1988. Damals ging ich hier die vermutlich erste Skitour meines Lebens. Während Steve auf den 8000ern dieser Welt schwierigste Routen kletterte, widmete sich Eva ganz dem Kajaksport. Nun kommen sie als Paar zurück und werden die Isel Stück für Stück erkunden. Steve und ich kommen viel in der Welt herum. Manchmal zieht es uns dabei in ferne Gegenden, häufig aber auch in meine Heimat Kärnten und nach Osttirol. Dieses Mal sind wir von Italien über den Staller Sattel nach Österreich gekommen, um im Umbaltal Bergsteigen zu gehen. Geschafft, hier sind wir. Wir kamen oben am Biwak an, etwas müde vom langen Marsch da hoch. Und es war eine willkommene Überraschung, diese kleine Hütte, eingebettet in der Flanke des Berges, hier vorzufinden. Wir genossen den Sonnenuntergang an diesem schönen Abend, kochten uns eine kleine Mahlzeit, tranken etwas Wein. Schließlich planten wir dann unsere Route für den nächsten Tag und gingen früh zu Bett. Es ist diese einfache Art zu leben, da oben in den Bergen. Keine anderen Ablenkungen. Dein Fernseher sind die Sterne am Himmel wie Diamanten und am nächsten Morgen wachst du auf und entscheidest, wohin es geht. Das ist die perfekte Art zu leben, so im Einklang mit den Bergen. Was mir an den Osttiroler Bergen besonders gefällt, ist, dass man unterwegs im Vergleich mit anderen Regionen in den Alpen
noch wirklich die Ruhe genießen kann und nicht auf viele andere Menschen trifft. Vor allem im Nationalpark, wo es keine Lifte oder Straßen gibt und man noch selbst zu Fuß hochsteigen muss. Allein schon deshalb sind viel weniger Leute unterwegs. Und so fühlt man förmlich die unberührte Natur dort oben. Das ist es, was ich wirklich schätze. Nicht nur Eva und Steve wissen die wilde und ursprüngliche Bergwelt am Geburtsort der Isel zu schätzen. Auch der Natur- und Landschaftsfotograf Daniel Ecker steigt gerne dort hinauf, um die imposante Eislandschaft der Hohen Tauern dauerhaft für die Nachwelt festzuhalten. Seilt man sich in das Herz des Gletschers ab, umarmt den Besucher ein Gefühl der Unendlichkeit. Hier wurde und wird der immerwährende Kreislauf des Wassers für lange Zeit unterbrochen. Stillstand herrscht in dieser tiefblauen, bizarren Welt aber nicht. Jeden Tag bilden sich neue Skulpturen aus dem Eis. Fantastische Formen, die den Betrachter begeistert staunen lassen. Milliarden von Wassertropfen bahnen sich hier seit Ewigkeiten ihren Weg. Und je wärmer es wird, desto schneller schmilzt das Eis. 3/4 der gesamten Jahresmenge fließen in den Sommermonaten ab, was den Wasserpegel gehörig anschwellen lässt. Diesem Umstand verdankt der Fluss auch seinen Namen. Die Kelten nannten ihn Ys, was so viel wie schnell oder reißend bedeutet. Es ist schon erstaunlich, wie weit sich der Gletscher in den letzten Jahren so zurückgezogen hat. Und so muss man jetzt jedes Mal ein Stück weiter zurückgehen, um die Spitze des Umwallkäses zu erreichen. Trotzdem nehme ich diesen Weg immer gerne auf mich, weil durch den Rückzug des Gletschers ergeben sich ständig Jahr für Jahr neue Motive. Und das ist genau das, was mich als Landschaftsfotograf so sehr reizt, dass ich immer wieder hierher zurückkehre. Während Daniel Ecker wieder ins Tal absteigt, klettern Eva und Steve auf den über 3000 Meter hohen Gipfel des Arnerkopf. Ein Berg, der ihnen einen grandiosen Ausblick zum Ursprungsort der Isel ermöglicht. Beim Einstieg zum Gipfelgrat ging es mit ein wenig Gratkletterei los. Es war wirklich schön. Wir sind schnell vorangekommen und sind alles am kurzen Seil gestiegen. Und dann das letzte Stück war etwas ausgesetzter. Und du musst schon die Hände zu Hilfe nehmen. Aber es war kein allzu schwieriges Klettern. Somit ist es ein schöner Gipfel für jeden, der nicht nur wandern, sondern auch ein wenig klettern möchte. Und vor allem das Panorama von dort oben ist beeindruckend. Man kann nach Südtirol sehen und man sieht den Ursprung der Isel und den Verlauf durch das Umwalltal. Auf ihrem Rückweg durch das einsam gelegene Umballtal kommen Eva und Steve an der 2000 Meter hochgelegenen Clara-Hütte vorbei. Der ideale Ort für eine Stärkung und um sich auf die weitere Reise entlang der Isel einzustimmen. Die Isel ist am Anfang nur sehr klein und auch die Menge und Farbe des Wassers variiert abhängig vom Wetter und der Jahreszeit. In ihrem Verlauf im Umballtal gibt es dann sehr enge, steile, fast schon schluchtartige Talabschnitte. Dann erreicht die Isel die unglaublichen Umballfälle. Durch das Virgental gibt es bereits ruhigere Abschnitte und dann aber wieder Strecken mit wuchtigen Katarakten. Schlussendlich macht sie einen großen Bogen Richtung Lienz, wird langsam sanftmütiger und verzweigt sich in einem breiten Flussbett. Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele unterschiedliche Gesichter die Isel in ihrem Verlauf zeigt. Die Bergtour zum Ursprung der Isel ist für Eva und Steve hier zu Ende. Der Weg des Flusses setzt sich aber fort. Deshalb werden wir die beiden schon bald wiedersehen. Nachdem die Isel die hochalpinen Regionen und die beeindruckenden Umballfälle hinter sich gelassen hat, fließt sie als reißender Fluss durch das Virgental.
Nicht nur die pulsierende Wasserführung macht aus der Isel einen Fluss mit vielen Gesichtern. Auch die Farbe variiert. Während an heißen Sommertagen der Gletscherschliff das Wasser gelblich-grün färbt, zeigt sich die Isel bei kühlerer Witterung kristallklar und an tieferen Stellen sogar türkisfarben. Am Oberlauf der Isel durchfließt der Fluss malerische Schluchten und zeigt sich von seiner wildesten Seite. Hier ist die Natur noch ursprünglich, ungezähmt und vielfach unberührt. Dennoch kann man den Fluss über weite Strecken begleiten, ob zu Fuß oder im wilden Galopp auf dem Rücken der Pferde. Seit Jahrtausenden gräbt sich die Isel nun schon ihren Weg durch das Tal und formte dabei bis zu 100 Meter tiefe Schluchten. Die schroffen und steilen Felshänge am engen Flussverlauf der oberen Isel lassen es zwar nicht vermuten, aber hier entwickelte sich schon früh einer der wichtigsten Siedlungsräume der Osttiroler Vergangenheit. Antike Grabungsfunde geben darüber Aufschluss, dass das heutige Gemeindegebiet von Virgen einst ein beliebter Siedlungsschwerpunkt für keltische Stämme war. Betrachtet man die Jahrtausende alten, kultivierten Felder aus der Vogelperspektive, so hat sich das Leben mit und von der Natur in all der Zeit nur unwesentlich geändert. Noch heute treiben die Bauern ihr Weidevieh auf die umliegenden Wiesen der Isel. Die Gräser dort gelten nämlich als besonders saftig. Für Eva und Steve ist die Welt rund um die Isel ein Paradies. Der ideale Platz für eine kleine Rast. Hier kann man gut abschalten und Energie tanken. Immerhin haben die beiden noch einiges vor. Als Teenager war ich immer wieder mal mit dem Kajakclub in Osttirol. Jedes Jahr im Sommer hatten wir hier 2- bis 3-wöchige Kajakcamps. Das ging so für 7 oder 8 Jahre in Folge. Und wir paddelten mit unseren Kajaks entlang der Isel oder drauf. Von der Nationalparkgemeinde Matrei verlässt die Isel das Virgental. Gemächlich fließend bahnt sie sich entlang der Talsohle ihren Weg. Allerdings nur so lange, bis das Gletscherwasser des Tauernbachs in sie einmündet. Dadurch nimmt die Isel massiv an Wucht zu, ehe sie nach Süden hin abbiegt und sich vom Alpenhauptkamm verabschiedet. Bis hierhin hat der Fluss erst die Hälfte seiner Strecke zurückgelegt. Dass man die unbändige Kraft des Iselwassers auch für wirtschaftliche Zwecke nutzen könnte, stand in den vergangenen Jahrzehnten mehr als einmal zur Diskussion. Einigkeit erzielte man in dieser Frage jedoch keine. Während sich die einen Interessensvertreter für den Bau von Wasserkraftwerken aussprachen, pochten die anderen darauf, den ökologischen und touristischen Wert der Isel zu erkennen und diese umweltschonend zu nutzen. Letzten Endes nominierte die Tiroler Landesregierung die Isel bei der Europäischen Union als Natura 2000 Gebiet. Mit dem Ziel, die naturnahe Flusslandschaft zu erhalten und durch verschiedene Maßnahmen die Region wirtschaftlich zu stärken. In einigen Fällen wird der Fluss schon jetzt als Spiel- und Arbeitsplatz genutzt. We'll be right back.
Während die Wassersportler im Tal auf dem Gletscherwasser flussabwärts paddeln, sorgen die vielen Zuflüsse dafür, dass ständig frisches Wasser talwärts fließt. So wie beispielsweise der Grünalmbach aus dem Defreckental, der sich verträumt durch das satte Grün der Bergwiesen schlängelt. Ein wahrer Kraftplatz im Einzugsbereich der Isel. Es ist schön, an einem Platz wie hier in Osttirol zu sein. Hier gibt es noch nicht so viele Aufstiegshilfen und Straßen. Du musst immer noch selbst zu den Berghütten aufsteigen oder mit den Tourenskiern auf eigene Faust die schönsten Gipfel erreichen. Und die Menschen schätzen ihre Natur hier noch. Und das ist das, was mir hier so gut gefällt. Auch der Kalserbach ist ein Zufluss der Isel. Er entspringt direkt am Fuße des 3.798 Meter hohen Großglockners, dem höchsten Berg Österreichs. Von dort nimmt der Bach immer wieder Gesteinsmaterial mit, was besonders Steves Bergführerkollegen Vittorio Messini auffällt, da der junge Osttiroler aus Kals auch Geologe ist. Das ist Gestein von Großglockner. Es hat dieselbe geologische Geschichte wie das des Matterhorns. Den heutigen Tag wollen die beiden zum Klettern nutzen. Vittorio hat vor kurzem eine neue Route erst bestiegen. Diese möchte er Steve nun gerne zeigen. Bei dieser Gelegenheit lässt er seinem amerikanischen Kletterpartner auch gleich den Vorstieg. Ich traf Vito letzten Winter hier beim Skitourengehen in Osttirol. Es war schön, endlich mit ihm auch klettern zu gehen und sich dabei ein wenig besser kennenzulernen. Er wollte mir eine Kletterroute zeigen, welche er erst gerade eingerichtet hatte. Ich finde es toll, solche Routen zu klettern. Erzählen Sie doch auch etwas über die Person, welche Sie als Erster bestiegen hat. Man sieht, Vitos Herz schlägt wirklich fürs Klettern. Okay, du bist gesichert. Kennengelernt habe ich Steve beim Skitourengehen im Winter. Und das war mir heute eine besondere Ehre, da mit ihm meine Route klettern zu dürfen an der Kalser Klamm. Weil vor kurzem habe ich noch seine Bücher gelesen und heute hat er sich ins Wandbuch von meiner Tour eingetragen. War schon cool. Und so wie der Steve und ich heute unseren Spaß in der Tour gehabt haben, werden sicher die Eva und Timmel gut gefallen, die Wellen von der Isel nach Lienzow zu reiten. Als wir am Rückweg von unserer Bergtour waren, sind wir so am Flussufer gesessen. Und dann war da dieser Kajaker, der an uns vorbeigeballert ist. Er hat offensichtlich so richtig Spaß gehabt. Da habe ich mir gedacht, das würde ich auch gerne wieder mal machen. Ich bin schon seit 10 Jahren nicht mehr Kajak gefahren. Also habe ich kurzerhand meinen Freund Zimmel angerufen und gefragt, ob er Lust hat. Er war gleich mit von der Partie und so ging es dann ab ins Boot und wir paddelten wieder wie früher die Isel hinunter. Am Anfang war es noch etwas ungewohnt, ich habe es ja schon lange nicht mehr gemacht, aber es ist wie mit dem Radfahren oder Skifahren. Man verlernt es nicht mehr. Kajak fahren, gleich wie Klettern oder auch Skibergsteigen, gibt mir das Gefühl von Freiheit. Mit der Eva auf der Isel zu paddeln, das erinnert mich an alte Zeiten, wo die Eva noch Rennen gefahren ist. Und da sind wir zusammen sehr, sehr viel auf der Isel unterwegs gewesen. Ich muss sagen, verlernt hat sie es nicht. Also sie fährt immer noch sensationell gut für die lange Pause. Die Isel macht es für mich so interessant zu paddeln. Sie hat einfach von Anfänger bis zum Fortgeschrittenen alles zu bieten. Also die Isel hat schwierigste Abschnitte im Bereich Matrei, im Fürgental und hat dann wirklich wunderschöne, landschaftlich reizvolle Flussabschnitte in der Gegend um Einet bis Lienz. Also jedermann, der paddelt und die Natur genießen will, ist die Isla Paradies. Für die Menschen ist die Isel und ihr Einzugsgebiet ein erlebnisreiches Paradies. Vielen Tieren und Pflanzenarten ist sie jedoch Heimat. Die Isel gilt als einer der wenigen Alpenflüsse, an denen noch die ursprüngliche Artenvielfalt besteht. So
So findet man hier einige der größten Brutvorkommen des Flussuferläufers in Österreich. Auch viele andere Vögel, wie beispielsweise die Wasseramsel, Bachstelzen, Graureiher, Enten und Gänse nutzen die Isel als Rast-, Jagd- und Brutplatz. Ja, genauso gern, wie ich eigentlich in den Bergen unterwegs bin und am Oberlauf der Isel, zieht es mich ja immer wieder daher in den Unterlauf der Isel. Da hat sich der Fluss eigentlich vom Charakter her schon komplett geändert. Er ist aufgeweitet in Sandbänke, Inseln und zeigt eigentlich ein komplett anderes Gesicht im Vergleich zu der gebirgigen Region im Bereich vom Nationalpark. Aber das ist für mich nicht minder reizvoll. Es ist für mich auch etwas, was man über das Jahr immer wieder leicht erreichen kann, wo man neue Inspirationen holt, wo ich neue Ideen finde für meine Landschafts- und Naturfotografie. Und das ist das, was mir so gut gefällt an den Plätzen nur entlang der Isel. Wer sich hier öfter aufhält, wird den ständig wechselnden Wasserpegel bemerken. Im Zeitraffer wird dieser besonders gut sichtbar. Wie ein Pulsschlag sorgt das abschmelzende Gletscherwasser für den typischen Tagesgang, der in den Abend- und Nachtstunden seinen Höhepunkt erreicht. Wirft man einen Blick unter die Wasseroberfläche, setzen sich die Wunder der Natur fort. Alles ist ständig in Bewegung, alles fließt. Jeden Tag erfinden sich die Isel und ihr Flussbett aufs Neue. Die Unterwasserwelt der Fliegenlarven und Fische ändern sich stets. Die Gewohnheiten der Tiere bleiben jedoch gleich, was vor allem Angler sehr zu schätzen wissen. Dabei unterscheidet sich das Angeln heutiger Tage zum Fischen früherer Zeiten elementar. Mittlerweile werden die Fische in vielen Fällen nach dem Fang wieder wohlbehalten freigesetzt, so wie diese Esche. Am häufigsten findet man in der Isel Bachforellen und Bachsaiblinge. Harmonisch ist der Umgang untereinander jedoch nicht. Vielmehr gilt hier das Motto, fressen oder gefressen werden. So wie bei diesem Saibling, der das Opfer einer räuberischen Forelle wird. Manchmal geschehen aber auch kleine Wunder. Neben den vielen Fischarten in der Isel profitieren auch viele Pflanzenarten von der transportierenden Kraft des Wassers. Sie wurzeln auf den angeschwemmten Kiesbänken und sind auf die natürlichen Schwankungen des Wasserpegels angewiesen. Intakte Lebensräume wie hier kommen heute nur noch selten in den Alpenflüssen vor. Ich denke, der Schutz und Erhalt von naturnahen Gebieten ist eine der größten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Die Menschheit hat gerade erst begonnen, dies auch weltweit und in nahezu allen Ländern zu schätzen. Dies ist ungemein wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen, die der unseren noch folgen werden. Für Kinder ist die Isel ein besonders spannender Ort. Am Wasser liefern Steine, Sand und Treibholz alles, um einen abwechslungsreichen Tag zu haben. Ein guter Platz, um einfach nur Kind zu sein. Ebenso gut lässt sich die Umgebung des Flusses mit dem Fahrrad erkunden. Auf dem 30 Kilometer langen Isel-Radweg von Matrei bis Lienz kann man entspannt in die Pedale treten. Wer das eiskalte Wasser scheut, kann die idyllischen Sandbänke aber auch als perfekte Plattformen zum Sonnenbaden nutzen. Und wenn man Wildnis sucht, findet man diese unweit von Lienz. Märchenhafte Auwälder erinnern an Zeiten, als diese noch ganz selbstverständlich waren. Sich in diesen stadtnahen Wäldern zu bewegen, ist allemal eine Trainingseinheit wert. Ich bin 10 Jahre meines Lebens intensiv Kajak gefahren und habe viel von der Welt gesehen. Aber auch fast jeden Fluss in Österreich bin ich schon gefahren. Die meisten Flüsse sind verbaut und in irgendeiner Art und Weise künstlich geformt. Und das Schöne am Iselfluss ist, dass man jedes Jahr aufs Neue zurückkehren kann und sich der Fluss dabei immer ein wenig anders präsentiert. Die Sandbänke und die Stromschnellen, aber auch Flussarme, ändern sich dank des pulsierenden Gletscherwassers ständig. So ist es dann immer eine Überraschung, wie sich der Fluss präsentiert.
Es macht mir richtig viel Spaß, etwas zu nutzen, was uns die Natur bietet. Und es einfach so zu genießen, wie es ist. In Lienz endet die vielschichtige Reise der Isel durch Osttirol. Ihr unverwechselbarer Charakter ist aber auch hier noch immer spürbar. Selbst an heißesten Sommertagen erfrischt der Fluss mit seinem Gletscherwasser aus den hohen Tauern die Bewohner der mediterranen Sonnenstadt. Die Isel ist für mich wie die Hauptschlagader Osttirols. Sie nimmt all das Wasser dieser unglaublichen Bergwelt in sich auf. Für mich als Bergsteiger gibt es hier so viel Tolles zu entdecken. Aber auch sonst ist für jeden, der Berge und Natur liebt, Osttirol der richtige Platz, um Neues kennenzulernen. Am Ziel angelangt, mündet die Isel in die Drau. Später in die Donau und zu guter Letzt ins Schwarze Meer. Dort endet die Reise, bis sie irgendwann wieder von vorne beginnt. So wie an der Isel, dem Puls des Ursprungs. Milliarden Tropfen, ein Fluss, alles kann, nichts muss. Millionen Möglichkeiten, ein Weg, ihre Schönheit, unser Privileg. Tausend Bilder als Beweis, alles dreht sich im Kreis. 100 Flüsse, keiner wie sie. Alles vergeht, nichts bleibt bestehen, nichts bleibt bestehen. Alles verändert sich, alles vergeht, nichts bleibt bestehen, nichts bleibt bestehen. Nichts bleibt bestehen, nichts bleibt bestehen. Nichts bleibt bestehen.